Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Crusader Kings 3 mit unserem Schlau wie ein Fuchs Achievement. So, wir haben überall unsere Intrigen gestartet. Einmal hier oben war das, ne? Genau. Das eine unserer Erben mit auf den Thron. Dann sollen die nachkommen. Ja, auf jeden Fall. Moment, wer bist du denn? Ah, eine kleine Tochter, muss man sich eventuell noch töten. Schauen wir mal. Kann nämlich gut sein, dass dieses Kind stört. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt mit dem, wenn die den ersten Sohn haben. Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht, ob die dann übergangen wird oder nicht. Dazu müssen sie aber erstmal Kinder haben. Da verbessern wir gerade. Ja. Her mit den Steuern. Immer wieder gern. So, was sagen so unsere Vasallen? Boah. Wenn wir den mal beeinflussen, der könnte noch ein bisschen vertragen. Haben wir eigentlich einen besseren Ratsverwalter? Nee. Leider nicht. Starte dafür. So, wie schaut's denn hier mit? Hast du. Ach, wir haben jetzt gar kein Bündnis, ne? Oh, die sind unterlegen. Oh, haben die ihr Bündnis verloren? Tatsächlich. Ja, wunderbar. Dann können wir ja mal direkt Krieg erklären. So, rufen wir dich noch wieder rein. Geht nicht. Weil. Kein Bock. Achso, wegen. Dingens. Das geht auch nicht. Wieso? Bin ich eigentlich mit der verbündet? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber okay. Mag uns nicht. Sowas aber auch. Ach, kann man nicht beeinflussen. Na super. Okay, dann muss man halt das so machen. Wo habe ich ihn jetzt? Das Fähnchen, da ist das Fähnchen. Boah, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ne? Ja, alle Truppen da. Den Kimp mal rüber. Kann keinen Verbündeten rufen, ne? Das ist echt doof. Ich gegen meinen eigenen Sohn Krieg führen. Nee, nee, nee. Schauen wir mal, dass wir das schnell erobert kriegen. Ich bin gerade, ob ich noch Söldner holen sollte. Aber eigentlich müsste das ja reichen. Oh, was machst du? Oh, er greift uns an. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hoffe, das geht gut. Ich bin gespannt. Oh, das ist gut. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, ich brauche Söldner. Wir haben nur Pferde hier, hm? Na, ist ja mir ganz geil. So. Können wir zurückziehen? Wohin gehst du? Da hoch. Und folgen wir mal. Erbe gefangen genommen. Oh.
Das ist natürlich sehr unpraktisch. Für unser eins. Aber ist okay. Hier mal auf die Hauptstadt. Ist mir auch recht. Ich hoffe, der hat keine Verbündeten irgendwie. Nee, sieht nicht so aus. Sehr schön. Gefällt mir das. Aber der Herrscher ist halt hier drin. Das, also unser Sohn. Das hat hier ungünstiges Gelände. Für uns. So. Schauen wir mal. Okay, das. Da haben wir nichts mit zu tun. Ist okay. So, was ist hier los? Oh, leerer Ratsposten. Mal wieder. Machen wir es so. Die Hauptstadt angenommen. Füll mal deine Truppen auf, bitte. Ah, jetzt kommen wir da nicht rein, ne? Das sind hier scheiß Berge. Ah. Das ist sehr belastend. Mangonellen bitte. Reicht das? Nee. 700. Okay, dann machen wir noch ein paar. Wieder. Die Söldner. Haben wir was zum Belagern? Ja, okay, passt. Da warten wir hier und die andere soll belagern. Dornier von Blieven. Wer bist denn du da hinten? Nee, das machen wir nicht. Wir lagern hier lieber erstmal die Sache. Dann gucken wir mal. Im Vassal, wir halten das Herzogtum diverse Gebiete. Okay. Oh. Bei Ablehnung. Mit 15 Meinung. Ach, der stirbt eh bald. Nehmen wir es ab. Oh, da kommt Verstärkung rein. Die haben wir direkt mehr erledigt. Sehr gut. Wird noch warten, bis das hier durch ist. Ah, jetzt haut er ab. Schade. Schade. Ah, gleich haben wir es. Diplomatieverzug. Ein paar kleine Bestechungen. Wechseln können wir leider nicht. Ist aber okay. Kumpfall. Jetzt. Au. Okay. Oh, wir haben 3000 Truppen jetzt. Whoops. Ach so, mit denen zusammen. Ist okay. Ja, die trauen sich nicht. Ist halt schwierig, da reinzukommen. Oh, wir haben die
Erbteilung bekommen, sehr schön. Ja, würde ich jetzt auf. Größer Kriegsfall kriege ich im Moment oder die hohe Lehnsautorität vielleicht. Kann man denn die Nachfolge ändern? Ah, kann man schon. Stimmen alle zu. Dann werden keine neuen Sachen erstellt. Machen wir das doch mal. Huh? So. Wir haben die Erbteilung. Sehr schön. So gefällt mir das. Der ist okay. Wieso habe ich das eigentlich erobert? Hätte ich gar nicht machen brauchen, fällt mir gerade so auf. Man hätte eh alles bekommen, wenn er erbt. Okay, das war nicht so clever. Fällt mir gerade so auf. Okay. Egal. Hatte ich nicht mal irgendwas hier mit einem. Dingskrieg? Regionskrieg? Irgendwie ist der Wunsch zustande gekommen. Was sind das hier? Hügel. Berge ist, glaube ich, schlimmer, ne? Genau. So, schauen wir mal. Stellen wir uns mal hier rein. Okay, er haut ab. Warum auch immer. Wo willst du nur hin? Ah. Das war sehr dumm von dir, mein Lieber. Jetzt nehme ich gleich Blatt. Jetzt hast du so viel Malus drauf. Oh, die haben sich Verstärkung geholt. Die auch gleich mal Blatt. Das sind Söldner ein bisschen. Kriegen sie nicht den Sohn rein, ne? Nee. Genau, verzieh dich mal. Besser ist das. Jetzt haben sie keine Truppen mehr wahrscheinlich, oder? Ja. Jetzt sind sie so ziemlich am Ende. Das ist okay. Oh, ich glaube, unsere Söldner sind wieder weg. Wieso ist da kein Kommandant mehr drin? Was kann ich abhauen? Hast eh keine Chance. Auch wenn wir da jetzt viel verlieren werden. Er möchte nicht. Ja, tickt auch nicht hoch, ne? Weil wir nicht alles besetzt haben, glaube ich. Oh, da wird jemand erwachsen. Hervorragend. Hier sind wir leider nicht rangekommen, ne? Nee. Leider nicht, leider nicht. Schade. Das wäre eigentlich das nächste gute Ziel hier.
verbessert. Ja. So, Ringespiel ist auch weg. Sehr gut. Ah, ich habe was vergessen. Fällt mir gerade so auf. Ich habe vergessen, ihn zu bekehren. Ah, das ist doof. Da habe ich nicht dran gedacht. Das habe ich vergessen. Und ihr hin? Wer seid denn ihr? Befreiungskrieg. Okay. Das kann ich so aber nicht zulassen. Oh. Ein Sohn ist tot. Ach nö. Gerade der. Noch keine Kinder. Ah, verdammt. Das ging in die Hose. Ja, weil er mitgekämpft hat, ne? Ja. Ah, verdammt. Habe ich nicht drauf geachtet. Ist das blöd. Obwohl wir einen Arzt haben, ne? Na gut. Hätte ich mir auch den Krieg sparen können. Ich schnauze den Erben brauchen. So ein Mist. 99%. Genau, verzieh dich mal. Er will noch nicht, ne? Nee. Können wir da noch eingreifen? Irgendwie. Nee. Leider nicht, schade. Okay, gehen wir da runter. Kann ich mir ja den ganzen Krieg sparen eigentlich. Das ist ja total hirnrissig, dass ich da jetzt Krieg führe. Und ich es eh geerbt hätte. Wäre jetzt schon wieder tot. Gas. Könnte ich mal hier entlassen? Oh, das Ansprüche auf Kroatien. Das ist nicht schön. So, das sind wir auch gleich durch. Drastische Maßnahmen, bitte. Das müsste jetzt reichen. Ja. Dankeschön. So. Ist mein Sohn nur noch hier drüben Herrscher? Ja, zwei Töchter. Er wird hier danach Dingens du, ne? Genau. Wenn ich die ent. Wenn ich den enterbe. Wer wird denn dann der Nachfolger? Die Enkel. Darf ich die vielleicht unterrichten? Nein? Ah, er mag uns nicht mehr. Bekehrung verlangen geht auch nicht, schade. Das muss ich mal wieder beeinflussen, damit du uns wieder magst, so. Und hier nehmen wir ein bisschen Lösegeld. So, jetzt haben wir jede Menge neue Provinzen. Sehr schön. Jetzt gehört das quasi schon zu Italien.
Müssen wir dann hier noch das ganze Zeug wieder zurückbekehren. Eieiei. So, was ist denn hier mit dir? Wer bist du denn? Können wir dich Bekehrung verlangen? Schauen wir mal. Für 85, das ist okay. Gemahlin ist tot. Oh mein Gott. Müssen wir noch schnell einen Ehepartner suchen, würde ich sagen. Am besten was mit Eigenschaften. Und sortieren nach Alter. Am besten erwachsen. Einmal hübsch, schlau, kerngesund, fruchtbar. Robust wäre nicht schlecht. Oder Amazone wäre natürlich noch besser. Vielleicht gibt es ja nochmal ordentliche Kinder. Das wäre super. Können wir die gleich mal beschlafen oder so? Verführen. Liebesdinge, alles nur 10%, das ist nicht viel. Beeinflussen wir die erstmal. So. Müssen wir das hier mal vergeben. Am besten an. Orthodox. Orthodoxie. Die mögen uns alle nicht hier. Oh, wir nehmen Katholische. Wäre wahrscheinlich besser. Nichtherrscher. Mal welche mit Druckmitteln? Ist niemand. Neapel, Gunia, Salerno. Ich nehme lieber keine Ansprüche, so. 58. Können wir dir mal eine Heirat arrangieren? Nein. Wieso wird da nur meine angezeigt? Ist ja doof. Das ist doof. Nochmal. Ein Schwager, der ist unverheiratet. Schauen wir noch mal kurz hier rein. Nee. Die besten sind echt nur der hier, ne? Wir geben mit dir Land. So, was haben wir denn so? Einige. Am besten was Vererbliches, würde ich sagen. Haben wir nicht. Das ist ja doof. Die wäre nicht schlecht. Ist 34. Ja, komm. Geben wir dem mal Land hier. Plötzliche Meinung passt.
Wir haben hier so 12. Teilen wir das Ganze hier noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Habe ich eigentlich zu viel Herzogtümer jetzt? Ja. Leider ja. Unsere Tochter kann man leider nichts vergeben. Könnten noch was an den Ritter vergeben, aber ist halt auch nicht so optimal. Ah, der ist zum Beispiel. So. Du gehörst auch noch zu uns. Du willst aber nicht. Gucken, ob der bekehrt werden möchte. Nee. Kann ich den Titel aberkennen? Nee. Kann mich einfach töten. Könnten ihn entführen. Fünfprozentige Chancen, das ist ein bisschen wenig. Wir haben jetzt hier noch ein Herzogtum drin. Wieso mag du uns nicht? Ach, weil wir zu viele Herzogtümer haben, Flankbekehrung. Familienmörder. Ich würde sagen, wir geben das den. Na, wohl. Schüchtern, ungeduldig. Ist der Haupterbe. Das ist ungünstig. Gib mir lieber dir den Titel. Herzogtum von Tachignon. So. Also mag er uns ganz besonders. Sehr schön. Bei der hier, ne? Genau. Den erbrechen wir gleich mal. Wir haben einen schönen Grund. So. Was sollen wir denn da? Gehen wir mal hier drauf. So, sehr gut. Pest ist auch vorbei. Wunderbar. Was haben wir hier? Neuer Vorzug. Meinung von anderer Vasallen. Das ist hervorragend. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf das Ränkespiel. So. Sehr schön. Gut. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen.